des Abgeordneten Keckeritz schriftlich beantwortet werden. Wir kommen zur Frage 4 des Abgeordneten von Holz zur Förderung von Arbeitsplätzen im Fischereisektor im Senegal. Ja, das ist eine sehr interessante Frage, Herr Kollege. Wir haben ja jetzt hier ein neues Migrationszentrum gerade aufgemacht, vor wenigen Tagen, was erheblich Interesse gefunden hat in Senegal. Sie fragen jetzt, wie könnte man auf der Basis dann auch in der Fischerei mehr Arbeitsplätze schaffen. Ich habe daraufhin nochmal alles durchgeschaut, was wir an Programmen haben. Die gehen vor allem in Energiefragen, Energieeffizienz, aber weniger in die Fischerei rein. Wenn man etwas bereit ist, weiter nachzudenken, kommt man auf Lieferketten. Im Bereich der Fischerei spielt beispielsweise die Herstellung von Kühleis eine große Rolle. Das könnte so ein Fall sein, wo man hier gezielt versucht, Arbeitsplätze anzusiedeln und zu entwickeln. Und ich möchte dann noch hinzufügen, dass ja die europäische Fischereipolitik entschieden hat, dass eine bestimmte Anzahl von Landsleuten, in dem Fall von Senegal, hier auf den europäischen Schiffen fahren soll. Also insoweit möchte ich gerne diese Frage mitnehmen. Das kommt selten vor. Das gebe ich zu, dass die Regierung sagt, wir haben eine gute Anregung bekommen. Aber in dem Fall ist es so, dass ich das gerne mal aufnehme und prüfen lasse, was man da jetzt über dieses neue Zentrum dann initiieren kann. Sie haben das Wort zur ersten Nachfrage. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Vielen Dank, Herr Staatssekretär. Das freut mich, dass Sie das aufgreifen. Deswegen würde ich ganz gerne noch mal zwei Nachfragen hinterher schieben. Und zwar geht es ja in der Frage zitierten Bericht auch um das neue Fischereiabkommen von 2014 und würde ganz gerne fragen wollen an die Bundesregierung, wie aus Ihrer Sicht, wie die Bundesregierung auf die EU einwirkt, um das Fischereiabkommen mit dem Senegal so auszugestalten, dass auch die Fischer vor Ort und nicht nur die großen Fischereikonzerne von diesem Abkommen profitieren können. In aller Bescheidenheit darf ich darauf hinweisen, dass Deutschland ganz massiv darauf hingewirkt hat, dass dieses Abkommen zustande gekommen ist. Und zwar auch mit dem Ziel, dass die lokale Fischerei bessere Möglichkeiten bekommt, die Transparenz besser wird, das Controlling besser wird und auf diese Weise einfach die Befischung in den Regionen vor den einzelnen Ländern auch maßgeblich zunächst mal durch diese Länder stattfindet. Wir sind sehr daran interessiert, dass auch die Fischerei der kleinen Einheiten hier Bestand hat und möchten vor allem, dass dieses Fischereikonzept auch zusammengeführt wird mit Fragen der Entwicklungspolitik. Sie haben das Wort zu einer zweiten Nachfrage. Vielen Dank. Da könnte ich direkt noch mal das aufgreifen. Das Fischereiabkommen von 2014 sieht unter anderem vor, laut dem Bericht, dass die EU und die französischen und spanischen Schiffseigner insgesamt rund 2,8 Millionen Euro an den senegalesischen Staat pro Jahr zur Verfügung stellen. Und da wollte ich jetzt fragen, ob Sie wissen, ob dieses Geld dann auch an Bedingungen geknüpft ist, wofür das eingesetzt wird, beispielsweise um auch die lokalen Fischerbetriebe zu unterstützen. Also ich bin zwar für den Haushalt meines Ministeriums zuständig und würde Ihnen auch gerne diese Nuance der europäischen Politik hier gleich beantworten, aber sehen Sie es nach, dass ich Ihnen das gerne schriftlich nachreiche. Zu einer Nachfrage hat die Kollegin Dröge das Wort.
Ich habe eine Nachfrage, die Sie vielleicht auch schriftlich beantworten müssen. Müssen Sie entscheiden. Es geht um das Thema Fangbescheinigung. Wie viele der vorgelegten Fangbescheinigungen tatsächlich vom Bundesamt für Landwirtschaft und Ernährung geprüft werden und ob das aus Ihrer Sicht ausreichend ist, um der EU-Verordnung zu illegalen, nicht gemeldeten und unkontrollierten Fischerei zu entsprechen. Ja, die Zahl kann ich Ihnen jetzt nicht nennen, aber Sie dürfen davon ausgehen, dass wir das außerordentlich kritisch begleiten. Unser Minister hat ein 10-Punkte-Programm zur Fischerei vorgelegt und hat da einen ganz klaren Akzent drauf gelegt. Und deswegen wird es von uns sehr intensiv begleitet. Und ich lade Sie gerne ein, dass wir das mal auch außerhalb von dieser Fragestunde detailliert miteinander besprechen. Zu einer weiteren Nachfrage hat die Kollegin Pohlert das Wort. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Ich versuche es noch einmal. Ich frage die Bundesregierung, ob der Senegal als sicherer Herkunftsstaat eingestuft ist. Ja, also ich kann Ihnen auch bei aller Wertschätzung hier keine Antwort geben, außer der, die ich Ihnen schon mal gegeben habe. Ich weiß nicht, ob hier ein Kollege in dem Stadium eine andersweitige Antwort hier möglich sieht. Ich möchte es also hier nicht tun. Ich habe noch zwei Nachfragen gesehen. Die erste stellt die Kollegin Lemke. Herr Staatssekretär, ebenfalls bei aller Wertschätzung. Die Frage der Kollegin richtete sich eben nicht auf die Sondierungen oder auf die Koalitionsverhandlungen, sondern auf den Bereich, den die geschäftsführende Bundesregierung jetzt zu vertreten hat. Das heißt, ob der Senegal im Moment eingestuft ist und nicht, ob die Absicht besteht, ihn einzustufen. Ja, wenn das so ist, dann ist dann möglicherweise ein Kollege, der dafür zuständig ist und diese Frage dann beantworten möchte. Herr Staatsminister, Sie möchten antworten?